Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Ich küsse dein Herz. Wir werden heute reagieren auf iPhone vs. Samsung Rap Battle. Big Difference von 4-7. Let's get it on. Ich bin gespannt. Schreibt mal jetzt schon mal in den Chat rein, Freunde. Welches Team seid ihr? Team Samsung oder Team iPhone? Ich war jahrelang Team Samsung bzw. Android und bin dann irgendwann geswitcht auf iPhone. Ich sag dir ehrlich, Bruder, beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Gerade als Influencer. So, ganz ehrlich. Apple ist Macht. Also, merkt ihr, ich gehe ein bisschen voreingenommen rein in die Nummer jetzt hier. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zum Format Big Difference. Wir haben heute wieder ein geiles Battle für euch. Und zwar battelt heute iPhone-User gegen den Samsung-User. Es wird wieder Krieg zwischen den beiden geben, es wird wieder Punchlines geben. Deswegen, bevor das Video anfängt, geht nochmal alle auf den Like-Button, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir haben hier die Samsung-Userin und sie hat einen Konflikt mit dem... Die stand schon die ganze Zeit im Hintergrund, ne? Die stand schon die ganze Zeit im Hintergrund während den Battles. Jetzt ist sie endlich dran, Alter. iPhone-User. Und warum möchtest du ihn battlen? Sag mal ein paar Worte dazu. Also, es gab schon viele iPhone-User, die mich schon ein bisschen gehetzt haben. Da dachte ich mir, machen wir direkt mal so ein Rap-Battle. Warum nicht? Einfach mal auch just for fun, um zu gucken. Ja, ich hoffe, das wird Spaß machen und bleib dran, es wird spannend. Hast du denn Punchlines dabei? Ich habe auf jeden Fall Punchlines dabei, lustige und ja, wird unterhaltsam, hoffe ich. Sehr, sehr stark, wir sind sehr bisschen nervös. Süß. Ich freue mich auf das Battle, let's go. So, wir kommen jetzt zu dem iPhone-User und er möchte gerne ein Battle machen gegen Samsung-Userin. Warum möchtest du ein Battle machen? Die hat gesagt, dass meine Mutter mir mein iPhone finanziert hat und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Sehr, sehr stark. Hast du denn... Ich hätte einfach gesagt, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Punchlines am Start. Auf jeden Fall. Ich nehme meine Mutter in den Schutz. Sehr, sehr selbstbewusst. Ich freue mich auf das Battle. Es wird knallen. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum nächsten Battle. Mein Name ist 4-7 und wir sind hier immer noch in der Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72. Kommt alle vorbei. Jeder ist hier herzlich eingeladen. Und wir haben hier ein geiles Battle für euch. Das ist einmal iPhone-User gegen Samsung-Userin. Es wird krass. Die haben Punchlines am Start. Und Samsung-Userin wird anfangen. Let's go. Weiß ganz genau, dass du hier nicht der beste Rapper bist. Wow, du hast ein iPhone, denkst du jetzt, du bist was Besseres? Du bist ein Spastiker, dein Display ist aus Plastikglas. Und wenn ich auf Safari bin, mach ich Urlaub, das in Afrika. Du bist... Was geht, Bruder? Alter! iPhone, ein ganz krasser Fetisch. Das iPhone-Kabel sagt, du bist nicht anpassungsfähig. Jede Frau, der du schreibst, sagt, sorry, ich bin zu busy. Und die einzige Frau, die jemals für dich da war, war Siri. So sieht er aus und da kann man nur lachen. Bei iPhone muss man ein Update machen, um ein Update zu machen. Bruder, der hat Flow sein Vater, Alter. Ich schwör's dir, Digga. Krass! Ohne Scheiß, Digga. Big Respect, Bro. Digi, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, Bruder. Skrrt! God damn. Alter, da muss ich ja sogar meinen Pulli ausziehen, Bruder. Fuck. Nice. Diese Apple-Schrottprodukt hat überhaupt keine Chancen. Deine Mutter hat nur iPhone, um auf TikTok zu tanzen. Okay. Hässlicher Haufen, sag, wann wirst du dich outen? Welcher Veganer will Napfel für einen Tausender kaufen? Euer Wecker-Klingelton kann man auch gar nicht gebrauchen. Der ist so schlimm, da werden sogar Tauben zu Tauben. Jetzt weißt du, was es heißt, ein iPhone zu haben. Das ist so, als hätte man nachts auf der falschen Seite geschlafen. Und während...
Die lacht sich selber kaputt zwischendrin, Alter. Ich finde das nicht stunny. Einer hat gerade geschrieben, ein bisschen out of Ding und so. Seid ihr aber Arsch, Bruder? Ich finde den Flow krass. Also ich find's geil, auch am Anfang. Ich habe direkt den Bounce gehabt, so. Und fick auch deine Macintosh. Ich trag lieber eine Rolly Date statt ne Apple Watch. In diesem Battle wurdest du richtig gebankt, so dass Face ID dein wahres Face nicht mehr erkennt. Gib mein Visa, steck dir den hin. Der Beat ist so mies und nicht wie ein Film. Ich lebe mein Leben, ja ich weiß wer ich bin. Du bist am Reden, aber macht keinen Sinn. Kommst du mir dumm, mache ich dich blind. Checkst du jetzt, Rap mit sich dein Ding. What the fuck, meine Reims sind tiptop. Glaub nicht, gib mir selber ein Headshot. Ich feiere auch ihre Art und Weise einfach, weißt du, was ich meine, so, weil die halt auch voll die Emotionen reinpackt und ich finde auch, dass die schön laut reinrappt und man versteht sie schön, Stimme ist klar, Lines waren brutal witzig teilweise, also die hat mich schon überzeugt, vielleicht lag es auch dran, weil meine Erwartungen nicht so krass waren, aber ich finde die auf jeden Fall nice. Also auf jeden Fall die beste Frau bis jetzt in den Battles, meiner Meinung. Bring dein Geschäft ins Internet. Sehr, sehr stark. Boah. Samsung hat was zu bieten. Samsung hat was zu bieten. Ich finde die auch cool irgendwie. Sympathisch. Hat eine coole Aura so. Mach nochmal Lärm für Samsung Userlib. Ganz heftige Nummer. Kommen wir zu der ersten Runde von iPhone User. Bro, du musst Ehre verteidigen, Bro. Meine Mama sagt, du bist wie für Samsung gemacht. Warum? Weil Samsung auch Waschmaschinen hat. Mit Sexisten sind Samsung-Benutzer das allerletzte. Wenn dich mein iPhone nicht juckt, dann ist Android wohl die Krätze. Du willst gut abschneiden, doch beiß in den sauren Apfel. Kannst dich nicht mit mir messen, der Big Apple stellt dich in Schatten. Du bist wie dein Betriebssystem hängen geblieben. Nach dem Battle geht die Bude hoch wie das Galaxy Note 7. Yeah, mit iPhones bin selbst ich Pickelfresse in Elite. Für Erfolg in der Liebe ist Festune deine Bibel. Zum Geburtstag deines Freundes denkst du Geld regelt Liebe. Schenkst ein Samsung, er kommt mit Geburtstag 7. Überweise deinem Vater, um dich hier zu klatschen über Apple Pay. Wow. Es ist keine Lines dabei, so. Es sind keine Lines, Bruder. Da gibt's nichts, was trifft so richtig. Man dreht nicht durch, weißt du, was ich meine? Man kriegt nicht diese Energie. Den mach ich nochmal, weil da nicht so richtig in dem Flow. Der sagt einfach irgendwas, Bruder. Überweise deinem Vater über Apple Pay, um dich zu klatschen. Wollt die Pussy töten, doch vor 7 wollte sie vernaschen. Und ich film im Ultraweitwinkel die Chantal. Ja, ich bin ein ehrenloser, wohlhabender Bastard. Sehr, sehr starke Runde. Mach nochmal Lärm für den iPhone-User. Stark, stark. Okay, wir kommen direkt zu der zweiten Runde. Ich bin auf die zweite Runde gespannt. Erste Runde von dem Bre fand ich nicht gut. Hand aufs Herz. Samsung-Userin wird anfangen und ja, let's go. Yeah. User sind auf Wolke 7, nicht auf iCloud. Scheiß drauf, in diesem Battle bin ich der fucking Boss. Deine Mutter verschickt Nacktbilder mit Airdrop. Dein Herz klopft, stell dich lieber hinten an. Warum hatest du die Bildqualität auf Instagram? Der Boss im Game, Samsung Kamera ist schlecht. Weil der Bulle darf mein Ort nicht sehen. Also Pech, dein Betrieb. Die hat den Flow, die hat diesen Flow. Also die hat irgendwas. Ich finde, die ist echt gut. Den Platz wie ein Luftballon. iOS ist Schrott und das sag ich noch in guten Ton. Du weißt ganz genau, Android ist super strong. Kauf dir wenigstens ein Huawei, du kleiner Hurensohn. Wie die das betont und so, weißt du, ich meine, kauf dir wenigstens ein Huawei, du Hurensohn. Ey, ich bin nicht auf deiner Seite, was die Marke angeht, Bruder, aber der Flow ist heftig. So schön, 102 Jahre Garantie, aber 100%, dass du ein Huren bist. Nicht, also ich meinte jetzt gerade nicht den Flow, ich meinte eher so diese die Delivery.
Scheiße hätte ich schon längst verbrannt. iPhone ist für die Katz wie Sand und Schneideprogramm. Bam, nein, du kannst nicht verstehen. Jeder weiß, dass iPhone Akku 7 schnell kaputt geht. Schmeiß Nokia 3310 auf deinem Bett. Samsung Akku hält länger als Anzug von Iron Man. Geh mal bitte zu einem Logopäden. Er denkt, 5G sind Richtlinien für Corona-Regeln. Sorry, Bro, du hast heute versagt. Mach's auf Rich, gib mir 20 Euro Vertrag. SHIEM.office. Check me out und merk this, Bitches. Ja, nicht schlecht. Erste Runde fand ich besser, aber war auch nicht stark, schlecht. Stark, stark. Mach mal Lärm für Samsung-Userin. Boah. Da ist Power in dieser Frau. Da ist Power in... Die hat diese Energie, die reißt mit. Die nimmt einen mit so. Let's get it on, Alter. Ich feier die, Digga, Alter. Schwör's dir. Jetzt kommt die letzte Antwort von iPhone-User. Let's motherfucking go. Macht die Songs? Hat die Songs? Kennt ihr eine? Wusste ich, wer du bist, also wollte ich dich angucken. Danach wollte Siri mich anspucken. Samsung-Kontakte sind Covid für mein Adressbuch. Hast du ein Samsung? Hängt dein Samsung? Ah, der kommt halt leider ein bisschen raus so. Ich glaube, der Flow wäre nicht schlecht gewesen, hätte den durchgezogen. Anspucken. Samsung-Kontakte sind Covid für mein Adressbuch. Hast du Samsung? Weißt du, ein bisschen weitermachen, Bro. Samsung oder hängst du? Deine Freunde wollen Zivilcourage leisten, weshalb sie eine Sozialversagerin begleiten. Weil du iPhone-Nutzer in eine Schublade schmeißt. Samsung, Huawei, Hurensöhne, alle gleich. Ey, es droppen Fäuste, als würde ich sie airdroppen. Goddamn, meine Apple Watch zeigt, deine Zeit geht zu Ende. Goddamn. Serie, kannst du einen Grabstein bestellen? Aber guck mal kurz, Fact. Was wäre Samsung ohne Apple? Für irgendwelche Android-Freunds nutzen sie das iPhone als Sample. Und gegen Ende will ich noch mit deinen Gedanken spielen. Was wäre der Urknall? Was wäre der Urknall, wenn sie es nicht geben würde? Dann. Ah, jetzt tut er mir schon ein bisschen leid sogar. Deine Galaxie, nein. Die hat den abgefrühstückt, Bruder. Die hat den aufgefressen. Ganz gemütlich. Time. Time, Bruder. Time it out, Bro. Mach nochmal. Geh lieber, ja, besser. Er weiß schon selber wenigstens. Gute Selbsteinschätzung. Für den Samsung-User. Starkes Battle, ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Bruder, ich hab voll Bock mit der Rechten abzuhängen, Bruder. Jetzt nicht auf Ding so, sondern auf cool, Bro. Mit der zu chillen, Alter, ein Buffen einfach Mucke machen. Ich glaube, die ist richtig cooler Atze, yo. Das war ein ganz krasses Battle mit sehr viel Punchlines und wir sind raus. Raus it out, Bro. Geile Folge wieder, schöne Grüße gehen raus. An 47, Bro. Mach weiter auf jeden Fall. I like that very much, man. Very, very much.